Auch nach der Neufassung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch gibt es noch das Problem, dass Ärzte nicht die Möglichkeit haben, ohne Gefahr der Strafverfolgung auf sachliche Weise auf ihren Homepages darüber zu informieren, dass und in welcher Weise sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Sie müssen vielmehr auf andere Webseiten verweisen, ohne selber darüber informieren zu können. Wir haben lange versucht, eine sachliche Lösung dafür zu finden. Es gibt von der FDP auch ein Angebot dafür, aber diese Angebote sind von der Koalition leider abgeblockt worden, sodass jetzt die einzige Möglichkeit darin besteht, den Paragraphen 219a vollständig abzuschaffen. Ansonsten wird es weiterhin Strafanzeigen gegen Ärzte geben. Das haben wir jetzt auch wieder aktuell, dass Ärzte beklagt und verklagt werden, sich vor Gericht verteidigen müssen. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Ärzte sachlich informieren können. Das geht nur mit einer kompletten Abschaffung des 219a.